Guten Morgen, ihr Lieben. Danke, dass ihr euer Haus öffnet für Gäste, Bekannte und Unbekannte. Dankeschön, danke, dass ihr aufgetaucht seid. Das ist wirklich ein Auftauchen. Ne? Das ist, okay, wir haben zwar eine Verabredung für einen Ort zu einer Zeit und sagen, okay, ich komme da hin, ich setze mich in mein Auto, fahre hin und bin dann da. Aber es ist wirklich ein Auftauchen im Geist. Ich bin bereit dafür und das geht mir genauso. Ich spreche nur aus eigener Erfahrung natürlich. Ich tauche auf. Ich tauche auf in meinem eigenen Geist und sage, okay, ich bin verfügbar für was auch immer in meinem Geist an Wandlung, an Heilung, an Segnung, an Kommunikation, an Wiederherstellung von Kommunikation geschehen soll, weil es meine ganze Freude ist. Es ist überhaupt komisch, dass wir uns überhaupt dafür entscheiden müssen, weil es unser natürliches Erbe ist oder unsere wirkliche Funktion, dass das geschieht. Weil was wäre die Alternative? Ja? Nicht zu kommunizieren, nicht zu heilen, versteckt zu bleiben in meinem Kokon und zu denken, ja, passt schon, ich komme schon, ich werde schon gut über die Runden kommen, bis das hier im Grab endet. Und wird schon genügen, sozusagen. Und irgendwo in uns, egal wie frisch wir am Anfang stehen oder wie weit wir schon gereist sind, die Notwendigkeit bleibt dieselbe. Die Notwendigkeit bleibt dieselbe, dass die Heilung im Geist geschieht und vollständig geschieht. Wir haben uns ja nicht verändert. Wir sind ja noch der, der wir sind, als der wir erschaffen wurden. Als der Sohn Gottes. Und wir sind uns darüber in allen möglichen Ebenen und Frequenzen bewusst, dass es nur Sinn macht, dass es nur gut ist, wenn es vollständig ist. Wenn die Kommunikation wirklich vollständig in uns geschehen ist. Und wir sagen können, danke Gott. Danke Gott. Was ist jetzt mein Job? Ja, wir kommen mit einem gewissen Maß an Gewissheit hierher, sonst würde ich gar nicht erst auftauchen. Ich würde nicht etwas unternehmen, wenn ich nicht irgendwo glauben würde, dass es die Reise lohnt. Ne? Also irgendwo in uns ist eine Gewissheit, ist ein Glaube, ist zumindest eine Vermutung, dass es für irgendwas schon gut sein wird, wenn ich heute nach Nettetal komme. Und mit dieser Gewissheit arbeiten wir. Und können wir uns bestätigen. Also wir haben alle die unterschiedlichsten Formen. Die Lebensumstände sehen anders aus. Wir kommen in einem anderen Körper hierher. Du siehst so aus, ich sehe so aus. Anne sieht so aus, Regina sieht so aus. Wir haben alle unsere Storys und Probleme oder Lernfelder. Aber das, was dahinter steckt, der Weg, den wir gehen, der augenblickliche Weg von Neuausrichtung im Geist ist für uns alle derselbe. Das Ziel ist für uns dasselbe, die Mittel sind dasselbe. Und die Herausforderungen und Lektionen sind für uns auch dieselben. Also womit sind wir konfrontiert? Ich bin erstmal damit konfrontiert, dass ich mich irgendwo gegen Kommunikation entschieden habe. Dass ich mich gegen Einheit entschieden habe und dass ich Hilfe brauche, damit das wieder überwunden wird, dass meine alte Entscheidung aufgehoben wird. Ich habe einen super schönen Kontakt mit jemandem, der gerade erst anfängt mit dem Kurs in Wundern und er ist unglaublich tief verstrickt in einer Familienstory. Seit Anfang seines Lebens war da Ablehnung und Verleugnung und fehlende Unterstützung und Abschiebung und andere Geschwister wurden bevorzugt und er wurde zurückgelassen und das ist eine unglaubliche Projektionsgeschichte, ein unglaublicher Hass und Groll und eine Opferrolle, wie sie im Buche steht. Aber da war eine Entscheidung, er hat eine Entscheidung getroffen, er hat gemerkt, okay, nach all der Therapie, die er durchlaufen hat, nach all den Jahren an Aufarbeitung der Vergangenheit, hat ihm das erstmal nichts gebracht. Und trotzdem muss es einen anderen Weg geben. Trotzdem muss es irgendwas geben, was funktioniert. Und in ihm war
Obwohl ihm seine ganze Welt sozusagen gezeigt hat, hey, der Heilungsweg, den wir dir anzubieten haben, der funktioniert nicht. Du bist immer noch im Groll, du bist immer noch in der Projektion, du bist immer noch Opfer und du kommst da nicht raus, hat er für sich eine Entscheidung getroffen, die nirgendwo reflektiert wurde. Es war nichts in der Welt, was ihm gesagt hat, stimmt, du hast einen anderen Weg, sondern es war einzig in ihm, ein Moment von Vernunft. Und er hat gesagt, okay, was auch immer es braucht, ich bin bereit, es zu tun. Aber es war kein Weg da für ihn. Nicht, dass er ihn sehen konnte. Aber es war eine Entscheidung. Und er hat mit den Lektionen angefangen. Er ist bei Lektion 58 heute. Und es ist so cool zu sehen, wie das alte Denksystem irgendwie wirklich noch die gleiche Furiosität hat. Die gleiche Vehemenz und mit Standhaftigkeit behauptet, das ist die Wirklichkeit. Ich wurde verlassen. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Ich stecke hier fest in Deutschland. Ich kriege keinen Job mehr und meine Ausbildung ist nichts mehr wert und ich bin ein Versager. Meine Freundin hat mich verlassen und bla 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 bla. Und dahinter, nur ein Augenblick Geduld dahinter, ist ein Wow. Ich bin gehalten und ich werde geführt. In mir ist die Hoffnung und die Gewissheit, dass das hier der Vergangenheit angehört. Die Tage des Egos sind gezählt. Alles, wofür wir jetzt sozusagen für uns da sein können, ist uns die Vergewisserung zu geben, was auch immer sich präsentiert, was auch immer sich an Blockade präsentiert. Ja, vielleicht durch ein Gefühl von inadäquat zu sein, ein Gefühl von, ich krieg das hier nicht gebacken, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich bin schon so lange da dran und irgendwie ändert sich nichts. Die Aufgabe ist zu mächtig oder ich bin eigentlich schon, ich habe eigentlich alles schon und jetzt bin ich einfach nur noch da. Das ist auch eine Blockade. Was auch immer es ist, es wird in der Verbindung zwischen uns geklärt und wird neu gezeigt. Was dieser Moment ist, wie durch dich gearbeitet wird, wie mit deinem eigenen Geist gearbeitet wird und wie du hilfreich bist in dem. Also wie du für dein eigenes Erwachen hilfreich bist. Es ist immer eine Überraschung, weil es sieht immer so aus, als gäbe es nichts zu tun und es stimmt. Ja, es ist ja alles okay. Wir sind ja nett zusammen. Es gibt Kaffee, es ist eine nette Runde, wir verstehen uns gut. Wieso gäbe es jetzt überhaupt eine Motivation zu sagen, es ist nett, es ist nett total, aber und es ist eine gute Basis, aber da ist eine Notwendigkeit in mir, wie ein Ruf. Es ist ein Ruf in mir, etwas zu vollbringen. Bringen oder eine Aktion in mir zu tun, die bedeutungsvoll ist. Dieser Moment ist ja nicht einfach so, nur so da. Wir treffen uns ja nicht einfach nur so. Wir sind alle aufgeklärt, wir sind alle mit dem Kurs im Wundern unterwegs, wir haben alle die Lektionen gemacht oder sind in den Lektionen drinne und sind aktiv in unserer Umwandlung. Und dennoch gibt es eine Notwendigkeit für ein Treffen, um etwas zu reflektieren, wofür wir uns verabredet haben, dass wir es uns hier reflektieren. Und das hat mit deinem Bedürfnis zu tun. Mit einem echten Ruf, mit einer echten Frage, die scheinbar nicht beantwortet ist. Und vielleicht ist es eine Frage, vielleicht ist es eine konkrete Frage nach, wie geht's weiter im Traum oder sowas, oder wie gehe ich mit Beziehung XY um? Aber es ist eine Frage, die sehr viel gegenwärtiger ist, die sich sehr viel mehr auf jetzt bezieht als auf Zeit. Nee, wir müssen schon ehrlicher werden mit uns, ne? Weil, okay, die Frage ist, will ich das Problem oder will ich die Antwort? So, wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann ist alles da. Das hier ist ein kompletter Weg. Wenn ich ihn nicht höre, ist, weil ich ihn nicht anwende. Punkt. Ich höre es nicht, weil ich es nicht anwende. Punkt. So, das heißt, wenn ich die Antwort will, muss ich sagen, okay,
Ich fange an, das anzuwenden. Egal, was mein Geist mir sagt, egal, was für gute Argumente für mein Karma, für meine schlechte Laune, für meine Depression, für meinen, woher mein Glaube kommt, dass er schon so alt ist und so schon so einstudiert und jetzt bin ich da halt drin und häng da. Ist mir egal. Ist mir egal, was mein Geist mir erzählt. Ich gehe mit einer komplett anderen Haltung jetzt hier ran. Mir erzählt mein Karma nicht, was ich zu glauben habe. Mir erzählt mein Karma nicht, wie ich mich zu fühlen habe. Mir erzählt mein Körper nicht, wie ich mich zu fühlen habe. Mir erzählt die Welt nicht, wie ich mich zu fühlen habe. Sondern ich treffe eine Entscheidung und ich will meine Funktion und Gottes Plan erfüllen. Weil ich merke, es tut keiner für mich. Wie oft bin ich denn schon gestorben, weil ich dann hoffte, dass dann alles gut ist? Im nächsten Augenblick gehen die Beine auseinander und ich gucke wieder in die Welt und fange nochmal von vorne an und mache das Ganze und denke so, irgendwie da war doch Licht, aber irgendwie das Licht habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Also, dass es jetzt wieder das Licht der Welt ist, anstatt das Licht des Himmels, das ist jetzt eine bittere Enttäuschung. Ja. Kann man auch nur weinen, ne? Da kann man erstmal nur weinen. Da Ja, sicher. kommt keiner lachend Fängt das raus. schon wieder an. So, weil es nicht zum ersten Mal ist. Also, wir haben das so oft gemacht. Ja, Wir haben meinst du, es das. geht übergangslos mit Tod und dann bist du Nee. direkt im Ja, Nähen? doch. Da gibt es Echt? keine Zeit. Das ist immer im gleichen Oh, Augenblick. Meinst du, keine da hast du Angst denn vor 2 Jahre erstmal Pause und Ja, habe ich Gottfried? jetzt Naja, aber nicht. selbst Aber ich habe wenn. gedacht, ich entscheide dann, ob ich Selbst, wieder ja, inkarniere natürlich. oder Ich nie. entscheide ja auch. Wieso sollte ich einen Körper machen? Wieso sollte ich nochmal einen Körper? Bin ja offensichtlich in der Lage, einen Körper zu machen. Nicht nur einen. Ja, hier sitzen ja schon ein paar. Also ich bin in der Lage, Körper zu machen, Körper zu projizieren. Das wird bei mir bleiben. Wieso mache ich einen Körper? Ja, aber an Aus, welchem? äh, wieso mache ich einen Körper? Auf der anderen Seite? Warte, warte, warte. Ja. Ich will kein Abwägen machen. Nein, Ich will nein. nicht Das ist kein irgendwie was. Abwägen, Lass das ist uns auch kein Abwägen. auf den Punkt bleiben. Ja, Wieso das ist der Punkt. mache ich einen Körper? Der Punkt ist Wieso hier. mache ich einen Körper? Weil ich mich schuldig fühle. Ich will nicht nach Hause zurückkehren. Und da ist auch kein, naja, es ist eigentlich ganz schön hier und so weiter. Lektion 182. Ich will einen Augenblick still sein und nach Hause gehen. Die bezieht sich genau darauf, was ich geschrieben habe, praktisch. Diese Welt, in der du zu leben scheinst, ist nicht dein Zuhause. So geht das weiter. Und das ist im Augenblick, kann ich mit der Lektion von allen am meisten anfangen, so wie ich im Augenblick mich fühle. Gut. 182. Super, okay. Klasse. Da kommen wir auch zu. Ja. Aber lass uns vorher wirklich irgendwie eine klare Basis kriegen, ja? Weil wir sonst ist das hier ein Hühnerhaufen und so kommen wir auch her als Hühnerhaufen. Es ist ja sind ja meine Gedanken. Also, wieso erfahre ich eine Welt? Ja, wieso erfahre ich eine Welt, wenn der Himmel ist die einzige Wirklichkeit ist? Weil der Glaube an Trennung. Weil der Glaube an Trennung da ist, weil ich habe ein Bedürfnis dafür. Ich habe ein Bedürfnis für Wahrnehmung. Ich habe ein Bedürfnis dafür, mich physisch wahrzunehmen. Ja, wieso habe ich ein Bedürfnis, anstatt des Himmels, mich körperlich zu erfahren? Wo? Trennung, die er dem Himmel schenkt. Die Trennung Die schenkt er dem Trennung Himmel? schenkt, Klar. klar. Wie? Wenn du die Trennung überwindest? Und wieso muss ich erst die Trennung überwinden, um in den Himmel zu kommen? Weil ich mich jeden Augenblick transparent machen darf für den Himmel. Wieso brauche ich Trennung, um in den Himmel zu kommen? Hat Gott gesagt, du musst erst getrennt sein, um in den Himmel zu kommen? Also, Wessen Gesetz ist das? die Dichte meiner Erfahrbarkeit ist über den Körper. Wieso Weil brauchst ich du jetzt hier so bin. Dichte deiner Erfahrbarkeit? Weil ich mit dem Ist-Zustand mir den Himmel anders aufschließen kann, größer aufschließen kann. Wieso musst du dir den Himmel erst aufschließen? Muss ich Wenn er dir vorher schon gegeben wurde bei deiner aufschließen, Schöpfung. weil ich mich vorher Weil es dann ein ausgeschlossen Geschenk habe. ist. Ich habe mich vorher Es war bei aufgeschlossen. Schöpfung auch schon ein Geschenk. Ja, natürlich, aber ich kann es nur dann greifen, mit meinen begrenzten Möglichkeiten über die Körperlichkeit. Okay, wieso hast du erst einen Körper gemacht? Keine Ahnung. Genau. Wieso war ein Körper notwendig, um ein Geschenk, was eh schon da war, dann noch einmal zu finden? Das ist ein spannender Ansatz. Das ist allerdings ein spannender Ja, Ansatz. ja. Also, das Ja sagen und die Freude in meinem Leben erschließe ich mir genau damit. Es ist, wie es Okay. ist. Ich habe jetzt mir einen Körper kreiert und ich tauche über die Trennung in die Freude ein. Okay, ist aber ein Umweg, ne? Ist uns klar. Das mag sein. Also es ist nicht von Gott gegeben, es ist kein Gottes, es ist nicht Gottes Strafe, es ist nicht Gottes Geschenk, es ist nicht Gottes irgendwas,
sondern es ist eine eigene Entscheidung. Okay, und wir können sie nicht nachvollziehen. Da sind wir, da müssen wir mit hinkommen. Wir können es nicht nachvollziehen, wieso wir überhaupt Körper gemacht haben, wieso wir eine Welt projiziert haben. Deswegen werden wir aufgeklärt. Es ist aus einem Gefühl von, ich glaube, ich bin getrennt und fühle mich unglaublich schuldig und habe keinen Bock zurückzukehren, weil ich Schiss habe, dass Gott mich zerstört. Aber woher kommt diese Wahnidee? Wir wiederholen sie jetzt. Wir wiederholen sie jetzt. Das hier ist die Wiederholung dieser Wahnidee. Und da kannst du fragen, wieso wiederhole ich es jetzt? Das wäre eine ehrlichere Frage. Und das wäre ehrlicher, weil wir dann mehr nach innen schauen. Wieso wiederhole ich eine Wahnidee jetzt? Jetzt in dem Moment machen wir das jedes Mal. Also wir wiederholen einen einzigen Augenblick, wir wiederholen ihn immer und immer wieder und glauben, er passiert noch einmal. Ja. So, und wir haben uns damit arrangiert und sagen, okay, so ist die Welt halt, ich bin halt hier, ich bin jetzt im Körper und ich kehre zurück und vielleicht klappt es ja, wenn ich dieses Mal den Körper ablege, dass ich ganz in den Himmel springen kann und erzählen uns diesen ganzen Kram. Aber es ist alles Teil dieser einen Wahnidee. Das ist alles Teil von dieser einen Wahnidee. Also wir befinden uns in der Reflexion dieser Wahnidee, die in unserem Geist geglaubt wird. Sonst könnten wir uns nicht hier so treffen. Okay, gut. Ich liebe diese Momente, weil wir zurückkommen zu, okay, wo bin ich denn jetzt gerade mit meinem Geist unterwegs? Meine Gedanken sind nicht neutral. Das, was ich so denke, was ich so glaube, das ist nicht neutral. Es bringt eine Form hervor auf irgendeiner Ebene. Ich habe keine neutralen Gedanken. Ja, das ist offensichtlich nicht neutral, ich erfahre das ja, das sind meine Gedanken, ich projiziere meine Gedanken. Okay, meine Gefühle, wie ich mich jetzt ausrichte, sind meine Gedanken, worauf richte ich mich aus? Ich mag diesen Austausch sehr, weil wir uns ein Feld aufspannen, um zu reflektieren, was ist denn eigentlich los? Ja, vielleicht denke ich, ja, ich kann hierher kommen und sagen, mit mir ist alles okay. Ich bin auf einem guten Weg, oder ich kann hierher kommen und sagen, okay, bei mir ist überhaupt nicht alles okay, bei mir läuft irgendwie alles gegen die Wand. Lass uns anschauen, was wir denken. Lass uns anschauen, worin wir investieren. Was ist meine Rechtfertigung für diese Erfahrung? Brauche ich das, um zu existieren? Brauche ich diese Erfahrung, um zu existieren? Brauche ich diesen momentanen Raum, um zu existieren? Brauche ich das, um eine Referenz zu haben? Irgendwas muss ich mich doch beziehen. Also ich muss doch irgendwas. Ja, und was ist es? Und was ist es? Regina, was ist es? Auf was beziehst du dich? Und jetzt, ich frage dich jetzt wirklich nur konzeptuell. Auf was beziehst du dich? Ah ja, ich beziehe mich auf eine innere Erfahrung, die ich mache. Okay, was ist diese innere Erfahrung? Oder gib den Namen. Was ist deine Wirklichkeit? Und unser aller Wirklichkeit. Was ist deine wahre Identität? Und lass es ruhig konzeptuell sein, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Was ist deine Quelle? Gott. Ja. Klar, gut, aber du hast mich ja gefragt, was ich dann erfahre, ja? Ich mache also die Augen zu, ich bewege mich nicht mehr, ich bekomme keinen Input mehr von außen. Okay. Ich habe doch nur noch mal die Körpererfahrung. Mhm. Von innen, und die kann ich ja auch nicht aktiv ausschließen, so wie ich mein äußeres Umfeld ausschließen kann. Mm, genau. Also die Atmung. Ja, es geht auch nicht um Ausschluss. Es geht nicht um Ausschluss. Es geht darum, dass die Dinge neu gesehen werden.